Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die komplette Dung Eater Questline abschließen könnt. Wenn ihr das macht, Leute, habt ihr die Chance auf ein alternatives Ende und ihr bekommt diese Rüstung und Milos Schwert. Jedoch solltet ihr schon Lyndell, Haus Vulkan und Heiligbaum freigeschaltet haben, damit ihr die Questline auch beenden könnt. So, kommen wir auch direkt zum Video. Nun müsst ihr zur Tafel der Gnade. Und wenn ihr das Altus-Plateau einmal erreicht habt, dann sollte in der Tafel der Gnade auch der Dung-Eater spawnen. Und zwar direkt neben dem Raum, wo die Zwillinge sind. Mit diesen redet ihr einmal. Danach müsst ihr ihnen einen Fluch des Saatbeets geben. Ich zeige euch jetzt, wo der erste Saatbeet ist. Und zwar startet vom östlichen Hauptstadtwall hier oben aus. Und von dort aus lauft denselben Weg, den ich jetzt laufe. Wenn ihr dann hier oben angekommen seid, trägt dieser Mann auf dem Stuhl den Fluch des Saatbeets. Den könnt ihr auch filmen. Hier in diesem Video hatte ich das bereits schon aufgenommen, darum wird das nicht angezeigt. Geht danach wieder zurück zur Tafel der Gnade, redet mit dem Dung-Eater und dieser überreicht euch dann den Schlüssel zum Kanalisationskerker. Der nächste Schritt wäre dann, den Dung-Eater in der Kanalisation zu finden. Hierfür starten wir bei Lyndell beim Straßenbalkon und von hier aus könnt ihr wieder denselben Weg laufen wie ich, damit ihr den Dung-Eater findet. Wenn ihr ihn dann gefunden habt, dann redet mit ihm, Leute. Und dann müsst ihr ihn auffordern, sein Gefängnis zu verlassen. Nachdem ihr das gemacht habt, geht wieder zurück zur Tafelrunde. Und wenn ihr dann seinen Raum betritt, dann seht ihr, dass er nicht mehr da ist, aber er hat euch eine Nachricht hinterlassen, dass ihr zum äußeren Graben gehen sollt. Dafür geht hier zum Hauptstadtwall beim Altus Plateau und ihr müsst hier zu diesem See gehen. Und dort wird er dann als Invasion erscheinen, den ihr dann töten müsst. Und ich zeige euch jetzt nochmal den Weg hier vom Hauptstadtwall aus zu diesem See.
Wenn ihr dann hier unten angekommen seid beim See, dann lauft ihr ein bisschen rum und kurze Zeit später wird der dann spawnen. Und nachdem ihr ihn besiegt habt, droppt er euch Milos Schwert, das könnt ihr einmal aufheben. Danach geht wieder zur Tafel der Gnade, redet mit den Dung-Eater und nun müssen wir 4 weitere Flüche des Saatbeets abgeben. Saatbeet Nummer 2 befindet sich hier am westlichen Hauptstadtwall. Von hier aus folgt einfach denselben Weg, den ich laufe, damit ihr schnurstracks zur Location kommt. Der nächste Fluch des Saatbeets befindet sich hier bei Heiligbaum beim Gebetsraum. Geht dorthin und von dort aus läuft wieder den Weg, den ich laufe, damit ihr so schnell wie möglich zur Location kommt ohne Umwege. So, und für den letzten Fluch des Saatbeets müsst ihr am Hausvulkan hier an diesen Ort der Gnade reisen und von dort aus folgt ihr wie gehabt dem Weg, den ich laufe. So, hier unten angekommen befindet sich der Fluch des Saatbeets hier auf diesem Stuhl, hier bei dieser Leiche. In meinem Gameplay befindet sich dort nichts, weil ich es vorher schon aufgehoben habe, aber falls ihr es noch nicht aufgehoben habt, wird es bei euch auf jeden Fall dort sein. Wenn ihr nun alle Flüche habt, dann kehrt zurück zur Kanalisation, zum Dung-Eater, überreicht ihn die ganzen Flüche des Saatbeets und wenn ihr das dann gemacht habt, droppt euch am Ende die Heilrune des grausamen Fluchs. Und mit dieser Heilrune könnt ihr am Ende, wenn ihr den Endboss besiegt habt, euch ein alternatives Ende auswählen, falls ihr wollt. Und wenn ihr hier nochmal neu lädt, Leute, und wieder hier zum Dung-Eater zurückkehrt, seht ihr, dass ihr seine Rüstung aufheben könnt. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Falls ja, lasst doch ein Like da, Leute, schreibt mir die Kommentare und falls
Falls du noch kein Abo bei mir hast und in Zukunft nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt gerne ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!